Hallo Menschen, ich möchte euch heute drei Gedichtbände vorstellen, die alle im Oktober las und die gewisse Gemeinsamkeiten aufweisen. Zum Beispiel sind sie alle ohne Reim und ohne Metrum, meistens auch im freien Vers, außer der zweite vielleicht. Also es ist meiner Meinung nach recht einfach da reinzukommen. Es ist irgendwie nicht groß steif oder irgendwie etwas besonders Schwieriges und deswegen wollte ich sie euch mal zeigen. Nummer 1 ist die Frau Wisława Szymborska, falls man sie so ausspricht, eine polnische Literatur-Nobelpreisträgerin, die meiner Meinung nach eine ganz feine, sanfte Ironie aufweist. Also es wird wirklich nie so irgendwie bösartig, sarkastisch, sondern ist so, ja, ein kleiner, feiner Humor. Ich möchte euch ein zweizeiliges Beispiel nur vorlesen, was ich damit meine. Zum Beispiel solche Aussagen wie: Meine besonderen Kennzeichen sind, ich begeistere mich und verzweifle. Also so eine kleine Aussage, die irgendwie amüsant ist, aber dann auch so, naja, so eine kleine Selbsterkenntnis drin hat, die nicht nur positiv ist, finde ich eigentlich ganz schön bei ihr. Ich habe das Gefühl, dass sie in ihren Gedichten oft versucht, so das Positive zu sehen, ohne aber die Augen vor der Realität zu verschließen. Also zum Beispiel findet man auch noch viel Kriegsverarbeitung darin. Auch dafür möchte ich euch ein Beispiel vorlesen, was etwas länger ist. Es geht so los mit: Nach jedem Krieg muss jemand aufräumen. Leidliche Ordnung kommt doch nicht von allein. Jemand muss die Trümmer von der Straße kehren, damit die Leichenwagen passieren können. Dann noch etwas weiter. Hübsch ist das nicht und es dauert Jahre. Die Kameras sind bereits abgereist in einen anderen Krieg. Jemand mit dem Besen in der Hand erinnert sich noch, wie es war. Jemand hört zu und nickt mit dem nicht geköpften Kopf. Aber ganz in der Nähe schon treiben sich welche herum, die das langweilig finden. Manchmal buddelt einer unterm Strauch durchgerostete Argumente aus und wirft sie zum Müll. Diejenigen, die wussten, worum es hier ging, machen denen Platz, die wenig wissen. Weniger noch als wenig und schließlich so gut wie nichts. Im Gras, das über Ursachen und Folgen wächst, muss jemand ausgestreckt liegen, einen Halm zwischen den Zähnen und in die Wolken starren. Daran hörte schon, dass das Ganze nicht besonders blumig ist. Ich habe online gelesen, dass sie wohl in ihren ersten Gedichten noch sehr, sehr idealistisch war und dementsprechend auch so voller Floskeln und sehr, sehr ernst schrieb. Das haben wir hier nicht mehr. Sie ist eher zweifelnd und zwar so grundsätzlich an allem, aber wie gesagt, verliert halt auch nicht so das Positive. Viele ihrer Gedichte handeln vom Alltag und so von den kleinen Dingen und sie wird definitiv nie irgendwie so episch und schwülstig und ich finde das eigentlich sehr, sehr angenehm. Und letztlich möchte ich ihr selbst in einem zweizeiligen Zitat noch die Worte zur Lyrik allgemein zugestehen. Mir ist die Lächerlichkeit, Gedichte zu schreiben, lieber als die Lächerlichkeit, keine zu schreiben. Und damit kommen wir auch schon zum zweiten, dem Herrn Tak-Szyszyn-Dyzski. Karos Bücher hat mir aufgeschrieben, wie ich ihn aussprechen soll. Ich hoffe, das war halbwegs richtig. Er wurde mir auf der Seite des Verlages, glaube ich, vorgestellt als ein moderner Expressionist. Und das ist wirklich extrem passend. Man fühlt sich hier wie in einem Gedichtband von Gottfried Benn. Und ich meine das auf die bestmögliche Art und Weise. Es ist zwar eine modernere Version davon, aber trotzdem haben wir auch hier so Krankheit, Tod, Freudenhäuser, Homosexualität und die daraus folgende Ausgeschlossenheit, so ein bisschen Friedhöfe und so weiter. Also es ist wirklich wie die expressionistischen Gedichte, die man so kennt. Ich möchte euch kurz das Gedicht vorlesen, was mich in der Online-Leseprobe überzeugt hat, dass ich diesen Gedichtband unbedingt haben möchte. Es besteht nur aus zwei Strophen. Das Haus unserer Mütter war voller Liebe, mild, die allererste und erfüllteste Liebe. Als wir älter wurden, verließen unsere Mütter wie Hexen das Haus und kehrten nie zurück. Wir wurden schöne und sehr unglückliche Jungs. Unsere Mütter verließen das Haus und kehrten nie zu ihrem Verstand zurück. Jemand sah sie flüchten in Zwangsjacken. Sie trugen uns mit sich davon. Auch hier merkt man so ein bisschen, dass es eher trocken und unaufgeregt geschrieben ist. Im Nachwort nennen die Übersetzer das immer Understatement und das passt eigentlich auch ganz gut. Er arbeitet auch sehr, sehr viel mit Wiederholungen und Variationen. Wir haben ganz oft dieselben Gedichtanfänge, manchmal sogar also ganze Strophen mit demselben Inhalt, nur so ein bisschen verdreht. Er verändert die Worte oder macht dann halt in einer späteren Strophe etwas anderes. Und insofern fand ich das tatsächlich auch einen der Gedichtbände, die man so wirklich nicht nur an einem Stück lesen kann, sondern auch sollte, denn es gehört alles so ein bisschen zusammen und das fand ich auch extrem schön, dass der ganze Gedichtband in mir so ein und dasselbe Gefühl hervorgerufen hat. Das war jetzt nicht unbedingt positiv, sondern eher sehr, sehr bedrückend, aber ich mag das, wenn
man halt nicht nur so einen zusammengewürfelten Gedichtband als Auswahl aus verschiedenen Sachen hat, sondern wenn alles so ein gewisses Gefühl in einem hervorruft. Es wirkt dadurch auch sehr, sehr obsessiv, weil er immer wieder mit den gleichen Dingen beginnt. Auch da möchte ich euch eins vorlesen. Es ist eines der Gedichte, die immer mit der gleichen Zeile beginnen. Mutter wäscht die Kranken so kranken Beine und redet sinnloses Zeug, dass Mitternacht sei und dass sie jetzt mit einer Haarnadel schwuppdiwupp in ihren Traum sticht. Das ist unvermeidlich, um Mitternacht die vielen Nadeln vergessen. Auf dem Tisch, im Spiegel, der geblendete Mond interessiert sich für sie und für sein eigenes Spiegelbild. Aber in mir entdeckt er kaum etwas, obwohl er mein Zimmer durchs offene Fenster betrat und nicht mal grüßte. Es fiel ihm auch nicht auf, dass er geblendet von seinem Spiegelbild unter die Menschen geht. Was man ja auch schon merkt, ist, dass es viel, viel verwochener ist als zum Beispiel das erste, was ich euch vorstellte. Düsterer, auch irgendwie schwieriger zu interpretieren. Er nutzt auch keinerlei Interpunktion, es ist alles kleingeschrieben, wirkt halt so wie im Fluss und als ob alles so auf einem Mal kommt. Das gefällt mir sehr gut und ich bin ja eigentlich auch so ein bisschen ein Fan von düsterer Lyrik, die halt nicht nur positiv ist. Und dazu möchte ich euch ein allerletztes vorlesen, was auch vielleicht so ein bisschen das Verschwurbelste ist, mir aber sehr gut gefällt. Nimm keine weißen Pillen, wie unsere Mutter, die später den Inhalt so manchen Gedichts erbrach. Niemand weiß was und wie viel, obwohl sie davon sicher am Kopf erkrankte. Vielleicht verschwand durch mich ein Stück Welt oder Licht, als ich im Landkreis Przemyski saß. Vielleicht erbrach ich selbst die kindliche Idylle, um in mir gegen ihren Willen Lebenslust zu finden, Platz zu schaffen für ein neues Gedicht, aufzuhören mit meiner eigenen, beseelt monströsen Leiblichkeit. Also von den dreien, die ich euch vorstelle, ist das absolut mein Liebling. Es ist so genau mein Ding, aber definitiv auch so ein bisschen halt der metaphorischste und aufgeladenste. Also falls das nichts für euch ist, dann natürlich nicht so, aber ich kann es wirklich empfehlen. Und zu guter Letzt möchte ich euch dann noch diesen Lyrikband vorstellen von zwei Damen aus Lappland oder Sápmi, falls man das so ausspricht, Erbmütter und Welttöchter. Das hier würde ich irgendwie so als feministische Lyrik bezeichnen. Ich weiß nicht, ob sie sich selbst so sehen, aber man hat auf jeden Fall so jegliche Formen von Weiblichkeit, auch negative Sachen, negative Einsichten aus der Mutterschaft. Und das fand ich ganz nett, dass wir hier wirklich die ganze Bandbreite haben. Der erste Teil ist von der Frau Lucari und das war vom Poetischen her für mich ansprechender. Ist eine sehr, sehr volle Sprache, metaphorisch und aufgeladen, gefiel mir insofern etwas besser. Denn es fühlt sich alles sehr, sehr groß und wichtig an. Also es ist eigentlich ein bisschen das Gegenteil vom ersten, was ich euch vorgestellt hatte, was ja eher so ein bisschen einfach und klein und alltäglich ist und hier möchte ich euch auch einmal mit eins der ersten Gedichte vorlesen, genau. Sie gingen beide Seite an Seite, Mutter und Tochter, gegen den Wind, der die Weiden bog, Schnee und Kleidersäume aufstob. Beißender Wind ritzte die Brüste, kein Gedanke mehr an den Sommer, an die Vögel. Plötzlich hockten sie sich hin, gebaren Mädchen mit offenen Mündern, bedeckten sie mit Schnee, damit sie nicht froren. Sie legten sich beide daneben und stimmten einen Sommerpsalm an. Nach der ersten Strophe erschien mit dem Wind Mutters Mutter, legte sich zwischen die Neugeborenen und sang mit. Geheiligt werde das Erbe und die Mutter, das Schicksal und der Bescheider, der Säugling und das Krabbelkind, geheiligt werdest du und ich. Was ich irgendwie schön finde, ist, dass hier sehr, sehr oft der Inhalt des Gedichtes so mit den Elementen verbunden wird. Es ist alles viel von Schnee, Eis und Kälte, die Rede. Und natürlich kann auch jemand, der in Griechenland geboren ist, über Schnee reden, aber hier hatte ich irgendwie wirklich das Gefühl, dass sie so ihre Herkunft auch mit in den Gedichten behandelt, dass man das richtig merkt. Das fand ich sehr, sehr angenehm, sehr, sehr schön. Und die Gedichte der ersten Lyrikerin hier haben halt auch alle so ein bisschen dieselbe Stimmung. Also das alles auch sehr feierlich, sehr wichtig wirkt, das hat mir gut gefallen. Und dann möchte ich noch kurz zur zweiten kommen. Die konzentriert sich definitiv noch stärker auf die negativen Seiten und auch Erwartungen an Frauen allgemein, besonders nochmal an Mütter. Dafür kurz zwei Beispiele. Sei unerschrocken. Denk an all das Schöne, an Wolken und Blumen. Sei auf niemanden böse, sei friedlich, damit das Kind auch friedlich wird. Schon jetzt, 6 Monate vor der Geburt, soll ich schuld sein. Ich finde, noch deutlicher wird es eigentlich im nächsten. Da geht es. Menschen grüßen meinen Bauch und dann erst mich, falls sie sich noch erinnern. Ihre Gedichte gehören auch stark zusammen. Sie erzählt auch chronologisch. Also es geht erstmal los, als sie noch nicht schwanger ist, also ihren Mann so ein bisschen kennenlernt und dann also die Stufen der Schwangerschaft bis zur Geburt, also bis das Kind dann auch so einjährig ist und so weiter. Vom Sprachlichen her ist mir das ja manchmal etwas zu simpel. Also sie schreibt wirklich so frei heraus. Das ist eher wie ein Tagebuch manchmal oder ihre Gedankengänge. Ist also nicht sehr lyrisch und oft sehr, sehr kurz. Also einfach, was sie so ein bisschen empfindet. Dafür ein letztes Beispiel. Wenn ich nur wäre, ein Gefangener in Haft.
selbst dort mehr Freiheit als zu Hause als Mutter eines Einjährigen. Ja, also schon etwas unterschiedlich, aber ich finde, beide haben einen ganz, ganz interessanten Blick so auf Weiblichkeit und das Weibliche, die Erwartungen, die damit verbunden sind und wie man denen selber etwa nicht entspricht und vielleicht auch gar nicht entsprechen möchte, fand ich ganz, ganz toll und interessant. Und allgemein kann ich euch alle drei nur empfehlen. Ich dachte auch, dass ich Lyrik, glaube ich, in Zukunft so ähnlich vorstellen werde, denn ich möchte es auch gar nicht rezensieren und irgendwie bewerten und so. Ich möchte euch das zeigen, wie es ist und etwas drumherum erzählen und Beispiele bringen. Und ja, könnt mir gerne schreiben, was von den dreien euch jetzt vielleicht so ein bisschen am besten gefallen hat von den kleinen Stücken, die ich euch vorgelesen habe. Ich weiß, dass viele noch nicht so wirklich Lyrik lesen, aber ich dachte, ich zeige es euch trotzdem einfach mal. Ein paar sind ja doch daran interessiert. Und ja, Empfehlungen immer bitte her damit. Ich kann mir nicht immer Gedichtbände kaufen, weil sie halt im Verhältnis doch ganz schön teuer sind, aber ich habe natürlich Listen, auf die gerne auch neue Empfehlungen kommen. Und dann danke ich euch heute schon mal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.